Du wolltest schon immer deine erste Runde auf der Nordschleife drehen und hast dich bisher nicht getraut. In diesem Video helfe ich dir dabei, deine Ängste zu überwinden und gebe dir wertvolle Tipps, deine erste Runde unter weitaus besseren Bedingungen zu absolvieren, als es bei mir der Fall war. Und wenn euch das Ganze interessiert und ihr die Tipps hören wollt, dann bleibt dran. Einmal vorab ganz wichtig zu wissen, unter welchen Umständen war denn jetzt meine erste Runde auf der Nordschleife? Also, erste Runde war bei mir an einem Karfreitag. Wer nicht weiß, was Karfreitag ist ein riesengroßes Event an der Nordschleife. Ungefähr 30.000 Leute kommen zusammen. Es ist ein Mega-Event. Es geht eigentlich drunter und drüber. Es sind Unfälle an der Tagesordnung, nicht nur auf der Nordschleife, sondern auch um die ganze Eifel, um die ganze Nordschleife herum. Alle drehen durch, viele alkoholisierte Leute. Im Auto hoffentlich nicht, aber es gibt auch Unfälle, sehr viele, die einfach nur in der Umgebung auf normalen Straßenverkehr passieren. Alle sind sensationsgeil, alle wollen Action sehen. Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass das Event an der Nordschleife straßenverkehrmäßig ungefähr so chaotisch ist wie der Straßenverkehr in Bangkok. An einem normalen Wochenende ist es deutlich ruhiger. Da es schon immer in mir ganz tief verankert war, unbedingt mal auf der Nordschleife meine eigene Runde zu drehen und ich das erste Mal an einem Karfreitag dort gewesen bin. Das heißt, an einem Tag bin ich hin, Hamburg Nordschleife, 500 Kilometer. Dann habe ich meine erste Runde gedreht. Also ich glaube, drei waren das oder so. Und dann bin ich auch wieder am gleichen Tag nach Hause gefahren. Das heißt, unter diesen Umständen mit der vielen Fahrerei und mit dem großen Event war das echt schon eine harte Nummer. Des Weiteren natürlich war eigentlich von meiner Seite gar nicht geplant, eine Runde zu drehen. Also ich bin halt hingefahren und wollte mir das ganze Event anschauen. Und als ich dann da angekommen bin, habe ich gemerkt, so scheiße, das Event ist so geil. Es macht so viel Spaß hier und es gibt einfach, ja, dieses, ach, ich muss hier einfach mal gefahren sein, ich muss einfach mal gefahren sein. Natürlich kenne ich auch, wie ihr, die ganzen Unfallvideos aus dem Internet und man weiß, okay, scheiße, die Gefahr auf der Nordschleife, die ist wirklich da und es ist einfach dann auch das große Event und Unfälle hier und da und Polizei, das war echt irre. Trotzdem ließ es mich nicht los, dass ich meine erste Runde auf der Nordschleife drehen musste. Das ist das Problem. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Die Zustände waren wirklich katastrophal. Man muss einfach bedenken, auf der Nordschleife gab es keine Begrenzung. Die haben einfach komplett draufgelassen. Autos, Motorräder, es gab keinen Stopp. Mittlerweile haben die da so einen kleinen Bump hingebaut, dass sich der Verkehr auf der Strecke so ein bisschen zieht, dass es, wenn man fährt, entspannter ist. Den gab es damals nicht. Das heißt, alles ging auf die Strecke rauf. Alte Autos, vielleicht auch Betrunkene, keine Ahnung, schlecht gewartete Autos. Dann natürlich durch das Mega-Event und die riesige Sensationsgeilheit waren einfach Brünnchen voll. Jeder Fehler wird sofort abgestraft. Also du landest safe im Internet, wenn du irgendwie dich drehst, abfliegst. Wenn du zu langsam fährst, dann buhen sie dich so ein bisschen aus, weil einfach da eine extrem geile, aber auch eine extrem hitzige Stimmung einfach auf der Nordschleife an einem Karfreitag ist. Und unter diesen ganzen Umständen absolut null Streckenkenntnis, absolut nicht vorbereitet. Ich wollte nicht fahren, weil ich eigentlich zu viel Angst hatte. Als ich dann da war, habe ich dann gemerkt, scheiße, ich muss fahren. Also lose Gegenstände im Auto gehabt, keine Planung über meinen Versicherungsstatus, wenn ich jetzt das Auto zerschieße. Ich absolut ins kalte Wasser, Arschbombe rein. Und trotzdem hat meine erste Runde funktioniert unter diesen verrückten Umständen. Also man muss sich das echt vorstellen. Nordschleife zu fahren auf einem normalen Wochenendtag ist eigentlich so wie der normal geregelte Straßenverkehr in Deutschland. Nordschleife und die Umgebung an Karfreitag ist so wie der Verkehr in Bangkok oder in China oder in Indien. Also völlig irre. Und trotzdem hat es irgendwie geklappt. Und da ist einfach ganz wichtig, aufgrund der Masse, der Leute und der Stimmung, die herrscht, dass man sich da nicht verleiten lässt, dass man irgendwie das Ego zu Hause lässt. Dass man akzeptiert, dass man mit einem schnellen Auto von einem 50 PS Polo überholt wird. Und all diese Sachen muss man wirklich beachten, wenn man fährt, gerade an so einem Event. Was auch noch ganz wichtig ist zu erzählen, seitdem ich jetzt schon ein paar Mal da gewesen bin, jeder Fahrer, der würde nicht am Karfreitag auf dem Ring fahren. Die kommen maximal zum Zuschauen, aber fahren Karfreitag sind die alle raus. Also kann man fast sagen, alle raus. Das heißt, ihr könnt euch ungefähr so ein Bild machen, wie das Event ist, wenn man an so einem Tag fährt, vor allem dann noch unter den Bedingungen, dass ich absolut keine Streckenkenntnis, keine Vorkenntnis, keine PlayStation, kein gar nichts hatte. Und ja, das einmal so vorab als Information. Was mich an der Stelle interessiert ist, wenn ihr schon mal gefahren seid, wie war eure erste Runde und unter welchen Umständen hattet ihr Streckenvorkenntnisse?
Habt ihr gewusst, dass ihr hinfahrt, umzufahren? Wart ihr gut vorbereitet? Kanntet ihr die Strecke von PlayStation, von irgendeinem Computerspiel oder sowas? Oder seid ihr genauso ins kalte Wasser gejumpt, wie ich das gemacht habe? Also wie ihr gesehen habt, selbst unter schlechtesten Bedingungen kann man das alles gut meistern. Aber wenn ihr unter deutlichen besseren Bedingungen eure erste Runde auf der Nordschleife abdrehen wollt, dann habe ich auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps für euch. Einmal, wenn ihr am Karfreitag da sein solltet und ihr fahren wollt, dann auf jeden Fall schleicht, Ego zu Hause lassen und ganz entspannt fahren und lasst euch von allen überholen, Blinker rechts und einfach schleichen. Lasst euch nicht von der Strecke verführen und das ist einmal so das Wichtigste. Aber der weitaus wichtigere Tipp, den ich hätte, ist, wenn ihr Karfreitag da seid, schlaft mindestens eine Nacht vor Ort oder zwei. Denn Karfreitag, sagt ja auch der Name, Freitag, da ist echt die Hölle los. Am Samstag ist, sage ich mal, 70% der Fahrzeuge weg. Am Sonntag nochmal davon 30% weg. Also Samstag oder Sonntag zu fahren, um dieses Karfreitag-Event herum, sind eigentlich so sind die besten Zeiten. Also nicht direkt Karfreitag, würde ich keinem empfehlen. Des Weiteren auch zu welchen Zeitpunkten? Natürlich Samstag ganz früh oder ganz spät, ebenfalls Sonntag ganz früh oder ganz spät. An diesen Zeitabschnitten sind die Leute einmal drauf, die wirklich besser fahren können als die ganzen, sag ich mal, Idioten, die einfach irgendwie drüber prügeln. Zudem ist noch der Vorteil, dass die Strecke sehr leer ist. Das heißt, ihr habt während ihr fahrt nicht so viel Druck von hinten, der kommt. Ihr könnt euch mehr auf die Strecke konzentrieren. Und ja, unter deutlich besseren Bedingungen das erste Mal unter weniger Druck die Strecke einmal kennenlernen. Wenn ihr jetzt an einem Event fahren wollt, was nicht Karfreitag ist, dann ist natürlich die Frage, ja, wann kann ich denn sonst fahren? Das ist eigentlich ganz einfach herauszufinden. Einmal gibt es hier fürs iPhone eine App, die nennt sich die Green Hell App, nürburgring.de unter dem Reiter Touristenfahrten. Das zeige ich einmal euch ein Bild und ein Screenshot. Da seht ihr ganz genau, an welchen Tagen der Ring auffahrt für Touristenfahrten und von welcher Uhrzeit. Und dann könnt ihr euch ein Wochenende raussuchen, wo ihr dann sehen könnt, ja, okay, hier ist jetzt Freitag, Samstag, Sonntag komplett auf. Also da ist auch zu erwarten, dass auch viel los ist. Aber das sind dann in der Regel Leute, die wirklich hobbymäßig regelmäßig auf der Rennstrecke unterwegs sind oder auf der Nordschleife unterwegs sind. Aber nicht dieser Irrsinn, den du hast auf dem Karfreitag, diese ganzen Tuner, verrückten, alkoholisierten Leute, das fällt alles weg. Das heißt, du hast einfach nur Leute, die Spaß haben am Fahren. Und das ist natürlich eine der besten Voraussetzungen, dann zu fahren. Wenn du aber jetzt deinen Zeitpunkt gefunden hast und denkst, ja, nice, so, jetzt habe ich einen Zeitraum, wo ich fahren möchte, dann natürlich noch ein paar weitere Tipps. Und zwar am besten gilt auch hier immer morgens oder abends fahren. Und der kleine Trick 17 ist, fahrt bei Regen. Also wenn es regnet, ist das Beste, was ihr machen könnt, weil natürlich müsst ihr vorsichtig fahren, das ist klar, aber bei Regen sind die meisten Leute nicht auf der Strecke. Also du hast vielleicht bei Regen hast du 45 Autos auf der gesamten Strecke und an einem normalen Betrieb, wo geiles Wetter ist, bis zu 200, 250 oder sowas. Das sind ordentlich Leute auf der Nordschleife. Das heißt, fahrt bei Regen, lernt die Strecke einfach kennen. Wenn ihr fahrt und ihr habt dann die Topografie und die Kurven und wenn ihr denkt, ja, bei Regen fahre ich nur 30, ihr werdet merken, ihr könnt schon ein bisschen flotter fahren. Ihr müsst ja nicht mit 20 durch irgendwie ein Standgas rumeiern, sondern einfach, wenn ihr fahrt, dann fahrt ihr halt vorsichtig. Aber ihr werdet von der Strecke schon genug mitbekommen, durch die Topografie, durch die Kurven, durch die Senken, die ganze Strecke macht, werdet ihr auf jeden Fall genug Erlebnis haben, um einmal eine geile Runde zu drehen und dieses Feeling von der Nordschleife einfach zu erleben. Das reicht bei Regen, wenn ihr langsam fahrt. Und natürlich, wer eine Straße kennt unter Regen, weiß, da fährt man sowieso nicht so schnell. Und dadurch, dass die Strecke auch mittlerweile sehr gut asphaltiert ist, sind auch die Streckenabschnitte fast alle gleich rutschig oder nicht rutschig. Also das ist auch noch ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Ihr habt dann einfach den Vorteil, dass ihr die Strecke ganz alleine nutzen könnt. Ihr habt den Druck von hinten nicht. Und das sind zwei wesentliche Punkte, die man braucht, um die Strecke kennenzulernen. Plus, ihr habt die Möglichkeit, die gesamte Strecke zu nutzen, weil einfach von hinten kein Druck kommt. Das heißt, ihr könnt euch wirklich auf die Spur, auf die Linie konzentrieren, welche ihr fahren wollt. Wenn ihr noch geilere Bedingungen für eure erste Runde haben wollt, dann habe ich richtig geile Sachen für euch. Und zwar, als ich das erste Mal auf der Nordschleife war, habe ich jemanden kennengelernt, der seit 20 Jahren auf den Ring fährt und an dem Zeitpunkt hat er seine Freundin ein bisschen dabei geholfen, die richtige Ideallinie zu finden und einfach ihr das Fahren beigebracht. Und wir sind einfach ins Gespräch gekommen und haben sehr, sehr gut verstanden. Und dann kam es dazu, dass er bei mir mit im Auto gefahren ist und mir dann gesagt hat, wo die Ideallinie ist, wo man am besten fahren kann und hat mir einen Haufen Tipps gegeben. Und das Ganze habe ich einmal gefilmt
Und davon gibt es jetzt zwei Videos, und zwar einmal bei Trockenheit und einmal bei Nässe. Das ist jeweils der gleiche Fahrer, der bei mir auf dem Beifahrersitz mitfährt und genaue Anweisungen gibt, wo in welchen Ecken und in welchen Kurven mal genau worauf achten muss. Also wie man den Curb anfahren muss. Ganz spät einlenken, noch langsamer, langsamer, viel langsamer, viel langsamer. Merkst du es? Er hat schon. Ja. Merkst du es? Du Ja, fliegst oba. hier raus. Viel langsamer die Kurve. Ja. Von weit außen richtig schön abbremsen, dann ganz nah an den Scheitelpunkt rein und spät wieder Gas Ich habe geben. richtig gemerkt, wie er schon Ja? leicht anfing zu schieben. Ja? Wo die rutschigen Passagen Links, sind. wo der Punkt ist, hier löst du die Bremse Ja. ganz nah die Bande rechts ran und wieder mit vorsichtig raus ganz links rüber. Weil hier Ja. ist dieselbe Stelle, da geht's Heck sofort weg. Ja. Jetzt kannst du geradeaus hochbeschleunigen, bleibst auf der rechten Spur, genau, schaltest den vierten Gang rein und dann musst du ganz vorsichtig sanft einlenken, weil es jetzt nass ist, Ja. an die Bande ganz nah lang ran und die gleiche Lenkung sanft wieder aufmachen. Also hier die Bande ganz nah Ja. ran und gleich wieder Lenkung aufmachen, dass du wieder mittig auf, das geht schon los. Gibt es eine Gelbphase. Ja. Am besten gleich Warnblinkanlage Ja. runterschalten, dritten und dann rechts bleiben. Um immer mehr die Strecke zu lernen, in welchen Kurven ich wie fahren muss. Und das Ganze dann mit der Stimme im Ohr und der Fahrpraxis auf der Strecke wirst du auch relativ schnell lernen, wo du wie zu fahren hast, was echt sehr wertvoll ist. Wo das Heck leicht wird, wo man abfliegen kann. Und wenn ihr euch diese Videos anschaut, also ich habe wie gesagt einmal Trockenheit und einmal Nässe, ich werde das beides unten in die Beschreibung auch verlinken. Schaut euch die Videos unbedingt an und schaut sie euch mehrfach an. 50, 60 Mal, denn je mehr ihr diese Videos guckt, desto mehr werdet ihr einfach die Strecke auch lernen und im Kopf wird sich dann nach und nach einbrennen. Ah, das ist die Kurve, hier muss ich so fahren, hier muss ich so fahren. Bei Trockenheit und bei Nässe. Es ist super wertvoll. Also ich gucke mir auch, bevor ich auf den Ring fahre, nochmal mehrfach eine Woche diese Videos an, um immer mehr die Strecke zu lernen, in welchen Kurven ich wie fahren muss. Und das Ganze dann mit der Stimme im Ohr und der Fahrpraxis auf der Strecke wirst du auch relativ schnell lernen, wo du wie zu fahren hast, was echt sehr wertvoll ist. Und mittlerweile hat er auch einen YouTube-Kanal, also er hat einmal einen alten YouTube-Kanal, wo er nur zeigt, wie er fährt. Den verlinke ich einmal hier. Jetzt. Ups. Und dann hat er noch einen weiteren YouTube-Kanal mit seiner Freundin zusammen, wo sie gemeinsam an Autoschrauben, Autos warten und auch richtig geilen Content zeigen. Den verlinke ich auch ebenfalls unten in der Beschreibung. Also wenn euch das Ganze interessiert, schaut mal vorbei, lasst mal ein Like da für ihn oder abonniert seinen Kanal auch gerne. Und aus dieser Quelle sind auf jeden Fall die wertvollen Tipps, die ich jetzt euch auch zur Verfügung stelle, um einfach wesentlich bessere Bedingungen für eure erste Runde auf der Nordschleife zu erlangen und nicht unter diesen chaotischen Bedingungen fahren könnt oder müsst. Und neben den zwei geilen Videos, die ich für euch habe, einmal bei Trockenheit und einmal bei Nässe, gibt es natürlich noch weitere sehr wichtige Tipps. Also, wenn ihr eure erste Runde fahrt, fahrt niemals auf Zeit, filmt die erste Runde nicht. Ganz wichtige Punkte, das lenkt ab, es ist ein Ego-Ding, was irgendwie unbewusst stattfindet, lasst es einfach. Glaubt mir, lasst es. Nicht filmen, es sei denn, ihr habt einen Beifahrer, nee, aber selbst dann nicht. Nicht filmen, hört drauf. Nicht filmen, keine Zeit stoppen, fahrt einfach ganz chillig. Des Weiteren, checkt euer Auto, bevor ihr fahrt. Also intensiv checken, gucken, ob ihr Öl verliert, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle anderen Fahrer. Nicht nur für euch, ne? Für euch ist es bedingt wichtig. Ihr könnt ja gerne die ganze Ölstrecke voll ölen, aber für jeden, der hinter euch fährt, sieht richtig scheiße aus. Also achtet darauf, ob euer Auto Leckagen hat, dass es in technischen Bombenzustand ist, dass ihr nicht einfach so rauffahrt. Der nächste Punkt, entfernt alle möglichen losen Gegenstände aus dem Auto. Also wenn ihr hinfahrt, alles rausnehmen und nur das Nötigste. Des Weiteren, wenn ihr vor Ort seid, man kann auch das Ganze, die Rundenpunkte kann man sich auch mit der App kaufen, dass man dann mit der App irgendwie diesen QR-Code scannen lässt oder sowas. Würde ich absolut nicht empfehlen bei den ersten Runden. Holt euch diese Chipkarte, ladet die in dieser Box auf und haltet diese Chipkarte da rein. Das gibt, wenn ihr anfangt zu fahren, das erste Mal, die ersten paar Runden, es gibt einen Haufen Unruhe ins Auto rein, wenn du das mit dem Handy machst. Nimm die Karte, halt's davor, schmeiß sie irgendwo hin und dann kannst du wirklich entspannt fahren. Das ist auch ein sehr, sehr wertvoller Punkt.
nicht mit dem Handy das Ganze zu machen. Das bringt euch echt aus der Ruhe, könnt ihr mir glauben. Des Weiteren notiert euch die Notfallnummer für den Nürburgring. Ich blende die hier einmal ein, unbedingt, die müsst ihr gespeichert haben, bevor ihr eure erste Runde dreht. Des Weiteren checkt den Versicherungsstatus von eurem Autos. Das heißt, es gibt so eine Bedingung, da werde ich mal was einblenden. Und zwar, da gibt es eine Passage, die sagt einmal, Gleichmäßigkeitsfahrten werden ausgeschlossen, Track-Events werden ausgeschlossen. Und das ist diese Nordschleife ist so ein bisschen so eine Grauzone. Denn es ist eigentlich kein Track-Event, denn die Nordschleife ist eine Einbahnstraße ohne Geschwindigkeitslimitierung, so mehr oder weniger. Dass auf dem Bilster Berg irgendwie nicht unter Touristenfahrten, sondern auf VLN oder sowas irgendwie fahren wollt. Dann natürlich greift die Versicherung nicht. Das andere ist so ein bisschen eine Grauzone. Am besten Versicherung anrufen, fragen, hey, wie sieht's aus? Ich möchte fahren, bin ich versichert, bin ich nicht versichert? Bleibe ich auf den Kosten sitzen? Wie läuft das Ganze? Denn dann müsst ihr euch auf jeden Fall auch absichern. Ganz wichtiger Punkt. Was auch noch ganz erwähnenswert wäre, wenn ihr ein Auto habt, was ein bisschen mehr Öl verbraucht, nehmt auf jeden Fall Öl mit, dass ihr einfach einen Kanister Öl hinten im Kofferraum dabei habt, den ihr gut verschließen und gut verstauen könnt, dass er nicht rumfliegt. Falls irgendwie mal zu viel Ölverbrauch bei eurem Auto ist, dass ihr auf jeden Fall was nachkippen könnt und heil nach Hause kommt. Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ihr eure ersten Runden fahrt, fahrt maximal 2 bis 3 Runden am Stück. Wenn ihr mehr Runden fahrt, also so eine Runde, wenn du langsam fährst, 20 Kilometer, brauchst du Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht. Also wenn du schon 3 Runden am Stück gemacht hast, dann fährst du knapp 3/4 Stunde bis 1 Stunde konsequent auf der Nordschleife mit Hackengas, mit Gas geben, mit Kurven. Einmal werdet ihr merken, dass nach ein paar Runden auch euer Gehirn, sag ich mal, anfangen wird zu qualmen und natürlich auch das Auto braucht eine Entlastung. Also wenn ihr zu viel fahrt, dann merkt ihr auch, okay, das Auto wird zu heiß, wenn das Auto nicht richtig darauf vorbereitet ist, die Bremsen können schnell scheiße werden, Bremsflüssigkeit kann überhitzen, der Motor kann überhitzen. Fahrt lieber eine Runde, macht eine halbe Stunde Pause, fahrt die nächste oder maximal 2 am Stück. Wenn ihr weiterhin trotzdem noch Angst haben solltet um euer Auto, jetzt sagt ihr so, ja, ich bin safe, ich könnte meine erste Runde drehen, ich würde mir das jetzt auch zutrauen mit den Tipps, aber scheiße, mein Auto, wie sieht denn das aus? Also ich habe auch ein Video gemacht, da zeige ich euch mein Auto im Zustand, habe ich 2 Videos, einmal eins von damals, eins, was jetzt noch kommen wird, und zwar, wie sieht mein Auto aus nach 14, 15 Runden intensivem Einsatz auf der Nordschleife? Wie sieht's aus mit Reifen, Felgen, Fahrwerk, Motor, Bremse? Einmal diese ganzen Komponenten zeige ich einmal, damit ihr auch ungefähr lernen könnt, wie viel Verschleiß gibt es denn nach 14, 15 Runden, was eigentlich am Wochenende schon echt ordentlich ist, wenn man gefahren ist. Und ihr werdet überrascht sein, es ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Das Video verlinke ich einmal hier. Und natürlich auch, was sehr interessant für euch sein wird, ist, was kostet der ganze Spaß? Ich habe auch einmal ein Video gemacht über die Kostenaufstellung von einem Wochenende auf der Nordschleife. Das bedeutet, mit welchen Kosten müsst ihr rechnen? Im Endeffekt ganz einfach, schaut euch das Video an. Da erzähle ich alles, dass ihr einmal so ein Gefühl dafür bekommt. Geht das Auto in die Fritten? Und was kostet mich der ganze Spaß, wenn ich so und so viel fahre? Und das waren jetzt noch weitere wertvolle Tipps, die ich für euch hatte. Des Weiteren natürlich auch möchte ich euch zeigen, wie meine aktuelle Erfahrung ist. Also mittlerweile habe ich 60 Runden auf der Nordschleife gedreht. Ich werde ein extra Video machen, das werde ich hier nochmal einblenden oder unten verlinken oder am Ende, dass ihr auf jeden Fall nochmal aus heutiger Sicht erfahren könnt, ob ich noch immer Angst vor der Nordschleife habe oder nicht, wie ich fahre, ob ich schneller geworden bin und wie sich meine Fahrkünste, sag ich mal, mit der Zeit weiterentwickelt haben oder nicht. Und ich werde natürlich auch nochmal darauf eingehen, habe ich mittlerweile Streckenkenntnis oder nicht? Kenne ich das jetzt auswendig? Also wenn euch das Ganze interessiert, schaut euch das andere Video an. Und ansonsten würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mal Feedback geben würdet, ob euch diese Tipps jetzt geholfen haben und ob ihr jetzt diesen Gedanken, das erste Mal auf der Nordschleife zu fahren, ein bisschen entspannter geworden ist, ihr euch besser darauf vorbereiten könnt. Und wenn ihr gefahren seid, natürlich kommentiert und informiert mich darüber, wie eure erste Erfahrung war, nachdem ihr das Video gesehen habt. Und wie gut es geholfen hat, diese 2 Videos zu gucken, die Tipps im Allgemeinen und einfach mal dieses Nordschleifen-Ding, diesen Nürburgring, diese Faszination einfach mehr und mehr zu begreifen. Und traut euch, denn nichts ist wichtiger als einfach zu fahren. Fahrt langsam, fahrt, aber fahrt, das ist das A und O. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich sagen, gib mir bitte einen Daumen hoch, ne? Gib mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt das Ganze mit euren Freunden und begeistert sie auch mit der Nordschleifen Sucht, denn es ist mega geil und es macht echt Spaß und es muss nicht immer alles schief gehen. Wenn man die Tipps befolgt, ist man auf jeden Fall sicher unterwegs und man hat auf jeden Fall einmal die Chance gehabt, Blut zu lecken, da mal zu fahren. Und dann könnt ihr selber entscheiden, fahre ich weiter oder fahre ich nicht. Ansonsten weiterhin gute Fahrt und bis bald. Peace.